Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Life in the Woods. Wir haben Ja, in der hallo. Zwischenzeit ein bisschen Einiges was getan. gemacht. Ja. Viel, sehr viel. Am Dach jetzt nicht so viel, aber also mehr so einrichtungstechnisch. Das war vorher schon sortiert mit den Steinen, oder? War das nicht? Nee, das habe ich neu gemacht. Guck mal, das ist jetzt alles perfekt. Ja. Ja, nee. Hä? Hast du da noch was? Hast du da was geändert? Ja, ich habe ja ganz viel abgebaut, als ich Dings abgebaut habe, und da sind alle voll gewesen, deswegen ist das Das jetzt ist aber so. ultra viel Ekoglied, ne? Ja, das ist sehr viel. Krass, okay. Außerdem habe ich hier rechts die ganzen Bienendinger reingemacht erstmal. Und das Salz habe Ah, ich ein das ist bisschen eine weiter nach oben gute gemacht. Idee. Kurz, weil damit man nicht immer zwei Stockwerke runtergehen muss, um Salz zu holen. Ja, ich hatte oben noch Salz zwischengelagert. Das wollte ich erstmal voll machen, damit man Ups. das direkt beim Kochen hat. Ja, genau. So, und dann wir haben jetzt außerhalb der Folgen nämlich nach Diamanten gegraben, damit wir mal in den Nether gehen können. Und beim Diamantengraben war da auch der ein oder andere Spawner. Und da habe ich in der Kiste unter anderem diese Saplings hier gefunden, die wir aber zusammen anbauen wollten. Der hier nicht, der war oben in der Halme, Kiste guck beim mal. Müll. Ja, Was? genau. Ja, dann habe ich gedacht, hä? Das ist ein Sapling. Ich dachte, das wäre ein Busch. Hätte ich fast weggeschmissen. Aber die Palme sieht super gut aus. Ja, und der rote Baum, den finde ich auch super. Den habe ich noch nie Ja. gesehen. Damit können wir Den vielleicht einen Weg machen, so richtig grün. Azimus. Genau, die wollten wir danach zusammen pflanzen. Und Also, warum ist jetzt. hier eigentlich der Dreck? Sag mal, weißt du Der das? ist platzhaltermäßig hier. Ach so. Ich habe geguckt, wie das ist, wenn ich hier voll baue. Okay. Was habe ich denn gemacht? Ich habe mir unterm Tisch an gewissen Dingen rumgespielt. Nein, ich habe hier oben umsortiert, ne? Ich Nee, habe unten, hier dachte ich. auch hier oben. Ich habe hier oben Jo, mein Minecraft war mal wieder kurz weg. die. Kurzer Cut deswegen. Jetzt geht's aber wieder normal weiter. Ja, ich habe hier links die Beeren einsortiert und hier das war alles. Da war ja super viel Gemüse drin und sowas. Alles querbeet. Das habe ich jetzt alles. Ach, hier ist auch mega viel Diamant übrigens. Ne? Ja. Das ist aber nicht mein Verdienst. Ja, ich hab ein Diamantennest gefunden irgendwo. Also da gab es richtig viele. Ja, und ich habe dann hier unten alles einsortiert soweit, sortiert und dann wurde es wieder umsortiert nach Farbe. Wovon ich Und jetzt nicht so der Form. Fan bin, müssen wir mal gucken, weil Gurke und Zucchini zu unterscheiden und Lauch und Sellerie oder sowas, naja. Ja, aber weißt du, wenn da jetzt hier vor der Zucchini stehst und da unten wäre jetzt die Gurke, dann würdest du jedes Mal wieder denken, stehe ich jetzt vor der Zucchini oder stehe ich vor der Gurke? Und so hast du halt direkt untereinander. Ja, aber wenn man so drüber geht, dann kann man das lesen, sieht man, ach, das ist Gurke, ach, unten ist Zucchini. Also müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird das nochmal umsortiert. Ja, hier, das habe ich jetzt gemacht. Erstmal so provisorisch, prophylaktisch, provisorisch. Wie auch immer, auf jeden Fall, damit man hier arbeiten kann. So. Ja. Und es gibt ein Geheimnis. Ach, guck mal, hier hinten hast du es eigentlich schon gesehen. Ja, da bin Hier ich ist extra. reingegangen. Da kommen wahrscheinlich die Rohre hin, ne? Genau, hier wird dann nachher alles transportabel gemacht. Müssen wir mal gucken. Ist Ja, auf jeden Fall ist sau cool. viel Arbeit mit dem Wildcrafter-Mod, das ist echt übel. Und ich muss echt sagen, Ja. ich finde die Tür echt unauffällig. Ich habe die erst nach dem fünften Mal reingeht irgendwie Ist gesehen. doch gut, ist doch gut. Ja. Vielleicht mache ich das auch nachher so, dass man die gar nicht mehr sieht, dass das aussieht wie Holz und dass man da einfach so, ne, durchgehen kann. So, ja, es gibt aber noch ein Secret. Das habe ich der Sari auch noch gar nicht gezeigt, denn ich wollte sie Ja. Ich überraschen. bin voll gespannt. Das, ja, warte mal ab, du wirst dich gleich richtig freuen. Ohne Witz. Pass mal auf, wir gehen jetzt auf Erkundungstour hier. Gleich Erstmal werde ich voll einmal hier. verarscht. Nee, nee, nee. Pass auf, ich hatte Hier zwar hier. rein. Ja. Das muss ich überlegen. Wo war das? Wie war das? Ich habe hier extra nochmal alles ein bisschen zugebaut. Hier, guck mal, das war eigentlich offen. Habe ich zugebaut, damit ich den Weg finde. So, wir müssen hierher. Und dann Oh, habe hier ich das ist mit den Eisen. Fackeln wie eine Treppe gemacht. Genau. Dann hier um die Ecke rum. Und hier, boah, bitte halt dich fest. Ich habe sogar eine Tür reingebaut. Ich habe sogar eine Tür hier Da reingebaut. hinten, ich Pass sehe auf, es, ich stopp, sehe stopp, es. stopp, pass auf. Hier erstmal die Story dazu. Ich war Diamanten am Suchen. Ne? Ich grab hier und grab hier und grab hier und denke mir dann hier unten so, da war halt nur ein Stein, da unten denke ich mir so, was ist das? Gucke ich Ein genau Stein. hin. Naja, pass auf, steht da dran. Achso. Wie heißen die? Creeper-Stein. Irgendwas mit Creeper. Dann habe ich den weggemacht, Okay. guck so durch und denke mir, hey, da geht's ja weiter. Hab halt hier alles weggemacht. Und dann würde ich sagen, habe ich das gesehen. Was ist das? Unterm Haus, fuck it. In der Höhle? Was zur Hölle? Ach Ist du das Scheiße. geil oder Lass was? mich mal vorgehen.
Ach du Scheiße. Ach, wie cool. Hier so ein Stein, oder was? Ja, da oben, einem im Kopf. Ach krass. Oh mein Gott, wie cool. Das Und sieht hier haben aus wir wie so ein einen. griechischer Tempel oder so ein römischer. Ja. Ach, alter, ein Diamant. Oh, ach du Scheiße. Hast du Ist das das da geil oder reingelegt was? oder hast du das? Nein, nein, ich habe das alles zugelassen, wie es war. Alter, ach, wie cool. Ein bisschen Gibt es hier noch traurig so bin ich ja, dass sie nicht Geheimgänge mehr oder ist. Das sowas? weiß ich nicht. Das kann natürlich alles sein. Ne? Aber ich finde auch Ich die will jetzt auch nicht Creeper-Dinger kaputt ganz machen. cool. Ja. Ja, das ist echt cool. Ja, und ich dachte mir, Mensch, da müssen wir zusammen in der Aufnahme Ach. sehen. Ja, ey, richtig gut. Oh mein Gott, schade, dass hier kein Sapling drin ist. Ja, schade, dass das generell nicht ein bisschen größer ist. Mal irgendwie noch nach unten oder hinten mit Geheimgängen oder so. Ach, ich bin einfach alles am Looten hier, Ja, ich ne? loot mit. Ja, wer weiß, vielleicht hinter den Fackeln, Kerzen. Es wäre halt krass, wenn auf einmal Oder eine von den Fackeln ein Schalter wäre oder so. kann man das machen? Keine Ahnung. Nee, Man das ist kann in kein Minecraft doch Schalter. alles machen. Ah, guck mal, da macht es direkt kaputt, ey. Wird der Tempel auseinandergerissen hier. Ach, wie cool. Das sieht echt aus wie ein Tempel, ne? Ja, ich dachte auch so, Ich. boah, das ist hier wie in Griechenland. Ja. Ich frage mich, ob das bewusst irgendwie unter der Erde ist. Ob das was unter der Erde ist? So bewusst unter der Erde, oder ob das eigentlich überirdisch hätte sein sollen. Ich denke mal schon, dass das bewusst Weißt du? ist. Wird halt random programmiert, ne? Also. Ja. Ach, wie cool. Ja, ich find's geil. Auf jeden Ja, Fall. richtig. Direkt. Weißt du, wir wandern die ganze Zeit nur ohne Atlas und denken, wir finden nichts und dann. Wie ist das mit unserem Haus verbunden einfach? Das hat mich Als wirklich auch total schockiert. hätten wir es so geahnt, dass, als wir unser Haus gesetzt haben, Ja, was ja, unten ja. drunter etwas ist. Das hat Ach, mich wie wirklich cool. fertig gemacht. Als ich das gesehen habe, dachte mir nur so, weißt du, wir suchen folgenlang. Das ist jetzt Folge Ja. 39 oder so und wir haben nichts gefunden und das ist einfach unterm Ja. Haus. Ach du Scheiße, wir müssen es unbedingt mit einem gescheiten Weg mit unserem Ja. Haus verbinden. Ich weiß nämlich jetzt schon nicht mehr, wo geht's denn lang? Ich hatte schon gedacht, Hier? so ein, nee, warte, warte, hierher. Ich hatte schon gedacht, so ein Herr der Ringe, oder? Das war falsch, anderer Ah, Weg. da geht's schon Nee, los. hier ist Ah, dunkel. hier. Nee. Hier. Einfach so in den Fels gehauen, so einen groben Weg, habe ich schon überlegt. Hier unten, genau. Und dann hier hoch. Ja, Ah, müssen wir ja. mal gucken. Ja, finde ich auch gut. Von hier aus kommt man ja auch Echt überall cool. raus, auf die Felder und sowas. Von daher könnten wir auf jeden Fall ein geiles Höhlensystem machen. Ich kann hier das jetzt auch Ja. mal wieder aufhauen gerade, weil ich glaube, hier ging es auch irgendwo noch raus oder auf jeden Fall länger weiter irgendwo. Ja, okay. Ich frage mich, ob hier noch mehr ist. Die Höhle ist ziemlich groß und ziemlich verlaufsintensiv. Ja, das kann. Ich bin da ja, das ist die Höhle, wo man hinter unserem Garten reingehen kann. Ich bin nämlich hinterm Garten reingegangen und hab dann auf einmal, wo ist die Tür bei. Hier. Und da hat man auf einmal hier diese Leiter gefunden. Bin dann hochgegangen und dachte so, ich bin in unserem Haus. Aber das war gut so, weil ich habe den Ausgang nicht mehr gefunden. Ich bin irgendwie andauernd, habe ich nur den Ausgang hinten gefunden und bin dann immer wieder. Weil ich gesucht habe, wie ich wieder dahin komme, zurück, bin ich immer wieder hinten raus und dann wieder von oben aus dem Lagerhaus wieder hier rein, dann wieder neu angefangen, den Weg zu finden. Wieder verkackt, wieder hinten raus, wieder da oben rein. Das war so hart. Ich glaube, eine Stunde lang, bis ich mal gecheckt habe, wie das richtig läuft hier Ja, ich war ja in einer anderen Höhle Diamanten sammeln. Ach so, und was ich jetzt auch noch sagen wollte, hier, ich habe noch draußen zwei Saplings gepflanzt. Ich weiß nicht, ob die schon gewachsen sind. Das eine war ein Walnuss-Sapling. Ja, der ist hier noch. Und der andere, da ist der Mango-Sapling und Kokosnuss. Genau, Kokosnuss habe ich gepflanzt hier, den Oh, die Sapling. wachsen hier bestimmt nur sehr, sehr bescheiden. Nee, die Ah, wachsen. nee, ach, stimmt, Kokosnuss wächst da ja. Ja, genau. Und der Walnuss-Sapling, der muss auch noch wachsen. Oh, Mango wächst ja auch. Oh, Ja, cool. genau. Die ganzen Dschungeldinger habe ich hierhin gemacht, also mit den Dschungelbäumen. Weil die da wachsen. Und hier sind dann die anderen Sachen, Avocado und so ein Kram. Ach ja, ich habe auch noch ein Außerdem, paar von den dicken ja. Bäumen gemacht hier hinten, ne? Es ist ja so ein Märchenwald, aber der ist eigentlich nur zum Ah, Abholzen da. genau, stimmt. Da sind jetzt die ganzen Lata-Saplings. Und da hinten, wo es leuchtet, da ist meine Höhle gewesen, wo ich Diamanten gesucht habe. Außerdem hast du hier eine Treppe gebaut, ne? Die Ah da. ja, stimmt. Ja, gut, die ist ja nur provisorisch, einfach damit man leichter hoch und runterkommt. Ja. Ball hoch, ja. Aber wir dachten Und ich uns, wir habe, müssen mal ein ja. bisschen machen, weil es
halt wirklich so, beim Rendern haben wir gesehen, ja, können die ein bisschen mehr Fett vertragen, um es mal nett auszudrücken. Und bevor wir dann jetzt sagen, okay, Minecraft geht den Bach runter, dachten wir, wir investieren einfach mal offline ein bisschen Zeit, um das Ganze ein bisschen zu pushen hier, genau, ein bisschen vorwärts zu bringen. Und deshalb gehen wir jetzt auch gleich in den Nether, ja, wenn wir alles so weit haben. Und ich habe hier noch die Leiter, die Treppen mal ergänzt, solange wie wir es nicht ändern, damit das hier nicht so abgeranzt aussieht. Unser Häuschen. Hier anders. Da haben Treppenstufen gefehlt da unten. Da waren nur in der Mitte die Treppen und an der Seite, da haben 3 Treppen gefehlt. Ah, okay. Die habe ich jetzt mal reingeholt, weil wir hatten noch exakt 3 Marmortreppen. Wow. Das hat sehr gut gepasst. Und ich würde sagen, wir craften uns jetzt erstmal Diamantspitzhacke und Diamantschwert und dann können wir mal ein bisschen Obsidian abbauen gehen, oder? Ei, Sir. Yeah. Ja. Warte mal. Ah, nee, erst bevor wir Obsidian abbauen gehen, sollten wir uns noch um das Verzaubern kümmern, dass die Spitzhacke auch lang hält und das Schwert und so. Ich guck gerade mal, wie man das macht. Verzaubertisch, ne? Weißt du, wie das geht mit dem Tisch? Also hast du schon mal einen aufgestellt? Nein, aber ich guck jetzt. Okay. Sind es nicht diese Enchantment-Dinger irgendwie? Ja. Hast du schon mal einen gemacht? Nee. Hier ist der Also ich habe mal verzaubert, aber... Aber wir brauchen dafür Obsidian. Echt? 2 Diamanten, Obsidian und ein Buch. Das Buch kann ich aber schon mal bauen. Eigentlich. Ah ne, so nicht. So nicht. Ja, brauchen wir auch ein Leder. Ein Leder. Ah, ist glaube ich oben drin. Ne? Ja, ich ja. Schon. So, da haben wir denn das Obsidian, also das Nether-Tor dann hinbauen überhaupt? Ja, das ist dann wieder eine andere Sache, ne? Achso. Wo machen wir das denn am besten hin? Am besten wäre unten. Unten, eigentlich, oder? Ja, ich find's geil, in unser neues Ding da eigentlich irgendwo. Weil es ist ein ja, Tempel. Ja, auf jeden Fall unten in die Höhle. Ja. Aber ich will. Dann ist er nicht mehr so unberührt. Ich glaube, der wird auch nicht auf ewig unberührt bleiben. Das ist ja keine ewige Jungfrau wie Maria oder so. Also irgendwas müssen wir da auf jeden Fall. Ja, ich weiß halt nicht, ist halt blöd, das wieder abzubauen am Ende dann, oder? Wenn das Portal einmal steht. Ja, ja, das sollte dann schon da sein. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich. Ach so. Ich hätte es nicht so offensichtlich hingestellt, also nicht oberirdisch irgendwo, sondern unten einfach noch eine Etage gebaut, wo wir dann rein das Tor bauen, hätte ich gedacht. Weißt du, wenn wir jetzt hier statt den Öfen vielleicht das Tor. Oder auf der anderen Seite des Tor. Wir könnten das auch so machen, dass wir hier einfach einen kleinen Gang machen. Warte, ich mach das mal schnell. Ja, mach das mal schnell. Ich habe das Buch gemacht. Okay, wir brauchen erst Obsidian. So, mach ich noch. Oh, mein Diamantschwert. Ne? So viel geil. Zum Thema. Ein bisschen Pep in Minecraft bringen, bin ich wieder am Bauen hier. Am Abbauen. So, und dann hier hinten. Wie groß ist das immer? Das hat doch bestimmte Maße. Das ist 3 auf 3, glaube ich. 3 Steine auf 3 Steine oder ist es 4 Steine hoch? Ich glaube, es muss 4 auf 4, glaube ich. Okay, also 4 mal 4. Ein perfektes Quadrat. So wie Rittersport. Ja. Jetzt haben wir 3, 3. Okay, dann jede Seite noch 1. Ach, die dummen Pilze, ne? Die mache ich jetzt weg. Hm? Dummen Pilze mache ich weg, die fand ich schon immer eklig in Minecraft. Ja, vor allem hier bei uns im Lagerhaus, was soll das? Hallo? Oder bist du nicht mehr hier? Du warst aber noch hier. Doch, ich war gerade eben hier, ich mache die Pilze jetzt in den Kompost. Ah, okay. So, die kompostiere ich. Okay, dann so. Ja, wir haben jetzt auch mal niemanden dabei, ne? Das ist ja auch mal nochmal eine Private-Runde. Heute wieder ohne Gast. Ja, ja. Und wir haben beschlossen, dass wir die Folgen ein bisschen kürzer machen. Einfach damit wir mehr schaffen und mehr Zeit für andere vielleicht ja, Dinge haben, wie Dead by Daylight, was ja auch noch immer mal wiederkommt und so. Ja. Weil sonst ist das doch alles echt viel. Das sage ich, weil, na, Bauübergangsmeisterin, warum sage ich das? Weil die Folge zu Ende ist. Ach so! Alles klar. Jetzt habe ich es auch verstanden.
Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich gehen wir dann mal in den Nähter. Ja, war ja jetzt erstmal vorstellen, was wir gemacht haben. Und Genau. jetzt bereiten wir uns vor für den Nether und dann gehen wir spätestens in der übernächsten, würde ich sagen, in den Nether. Ja, würde ich auch Dann sagen. alles klar. Vielen Dank. Haut rein.